Herzlich willkommen zu einem neuen Minigame Tuesday. Heute spielen wir GeoGuessr. Für alle, die das Spiel noch nicht kennen, wir werden zu einem zufälligen Ort irgendwo auf der Welt in Google Street View geworfen und wir müssen versuchen herauszufinden, wo wir sind. Okay, und was hier interessant ist, hier haben wir schon mal Do Not Enter Schilder. Das heißt auf jeden Fall englischsprachig. Exit. Okay. Da vorne sind Schilder. Da will ich, die will ich mir gerne mal angucken, hier diese Schilder. Was haben wir denn da? Peach Ridge Road. Also ich glaube, wir sind in den Vereinigten Staaten. Weil solche Schilder, die sehen sehr nach Vereinigten Staaten aus. Und auch diese grünen Schilder. Ja, also 15 Feet, 18 Inches. Wir sind definitiv in den USA. Mal 731. Es wäre natürlich noch hilfreich zu wissen, auf welcher Straße. Dann haben wir eigentlich schon ziemlich genau die exakte Location. Houston. Okay. Da ist Houston. Jetzt ist noch die Frage. Ja, genau. Jetzt ist noch die Frage, auf welcher Straße befinden wir uns hier? Also wir sind in der Nähe von Houston. So viel wissen wir schon mal. Moment, da ist ein Schild. Interstate 10, alles klar, da sind wir. Das wissen wir jetzt schon mal. Die Frage ist, da sind auch die Nummern. 781 ist da. Okay, da ist 782. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück zum Anfang und guck nochmal, welche Ausfahrt war das hier? Okay, das heißt in die andere Richtung, also hier rüber. Sehr weit hier rüber. Noch deutlich weiter hier rüber. 47, ja, da kommen wir der Sache schon näher. 735, 32, 31, 730. Und da ist Norden, das heißt, wir müssten uns befinden uns etwas weiter, so ein Stück, wo da müssten wir uns ungefähr befinden. Würde ich jetzt mal schätzen. Guess. 10 Meter entfernt. Das war doch schon mal gut.
Maximalpunktzahl perfekt. Okay, das sieht jetzt schon mal ein bisschen okay, aber hier sind immerhin Autos. Okay, das scheint. Also immerhin gibt es hier Autos. Das ist nicht eine komplett verlassene Gegend. Auf jeden Fall Rechtsverkehr. Die Nummernschilder sind natürlich verpixelt, aber ich habe versucht, vielleicht zu erkennen. Moment, da an der Seite von dem Truck stand was. Hier an der Seite von dem Laster war ein Schild. Da. Das ist zu unscharf leider. Kann ich nicht lesen, was da steht. Moment, aber das Schein. Ist das Köln? Das sieht so ein bisschen kölnisch aus. Das könnte kölnisch sein. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Es könnte durchaus Russland sein. Eventuell. Es ist auf jeden Fall von den Nummernschildern kann man erkennen, es ist kein europäisches. Also das sieht sehr noch. Wenn ich mir dieses Auto angucke, wenn ich mir dieses Auto so angucke. Das bestätigt mich durchaus in meiner Vermutung, dass das eventuell Russland ist. Ich gebe es aber auch nicht so wirklich Anhaltspunkte. Okay, und hier die Straße auf. Also bisher, ich glaube, da hinten würde ich halt, da ist irgendwas. Dieses Orangen, das würde ich mir gerne angucken. Aber diese Straße führt nur in eine Richtung, ohne irgendwelche Abzweigungen und hört da auf. Also bis jetzt habe ich nicht sehr viele Anhaltspunkte. Kann ich da hin? Nee, da kann ich nicht hin. Das sind Kühe. Okay. Kühe gibt es da auf jeden Fall. Okay, hier scheinen wir in eine Siedlung zu kommen. Und da ist ein Schild, das aus irgendeinem Grund geblurrt ist. Warum ist das ist ein Straßenschild? Warum ist das geblurrt? Macht ja gar keinen Sinn. Aber eben war es aus weiterer Entfernung nicht geblurrt, genau. Ja, das ist kyrillisch, okay. Also ich vermute mal, gut, es gibt natürlich auch osteuropäische Länder, die auch kyrillisch haben. Aber das waren definitiv keine europäischen Kennzeichen. Und allein von der Größe her wäre bei Kyrillisch sowieso Russland das Wahrscheinlichste. Das Problem ist, wenn wir irgendwo in Russland sind, ich kann nicht in diese Siedlung da, oder? Nee, schade. Moment, aber da ist noch ein Schild. Okay, da scheinen aber nur irgendwelche Hinweise drauf zu stehen oder so. Da steht A350. Ist das irgendwie vielleicht eine Straßennummer oder so? Russland ist halt extrem groß, von daher kann ich da wahrscheinlich lange suchen, bis ich da irgendwas finde. Das war tatsächlich ein guter Hinweis. Omsk. Gut, dass ich das gesehen habe. Irgendwo in der Nähe von Omsk wahrscheinlich, wenn das hier. Hier steht eine Adresse. Das würde dann naheliegend sein, dass das vielleicht irgendwo in der Nähe. Ich meine, es kann auch sein, dass es irgendwo ganz woanders ist. Aber es wäre naheliegend, dass es dann in der Nähe von Omsk ist. Lol. Versichert? Wo denn sonst? Der LKW hat einfach eine deutsche Beschriftung. Ich guck mal noch weiter. Aber ich behalte mir mal A350 und Omsk im Hinterkopf. Das Ding ist, das hier sieht halt auch absolut nicht wie irgendwie eine Schnellstraße aus, aber okay. Hier ist die Straße, hier ist Street View zu Ende.
Das ist okay. Also ist wirklich A350 und Omsk so wirklich die einzigen Hinweise, mit denen ich arbeiten kann. Weil die Straße in beide Richtungen zu Ende ist. Da ich halt auch kein Kyrillisch lesen kann, ist wirklich Omsk der beste Hinweis, den ich hier habe. Ich suche jetzt mal noch, ob ich hier vielleicht irgendwo zufällig die A350 finde. Dann würde ich jetzt einfach hier so, keine Ahnung, vielleicht hier irgendwie nördlich von Omsk da den Punkt hinsetzen. Und einfach auf gut Glück gessen. Und es war am komplett anderen Ende von Russland. Ja, nee, ist klar. Da ist die A350. Okay. Gut. Das sieht doch schon deutlich besser aus. Wir haben hier direkt irgendein Schild. Ist das, wenn ich das da unten richtig lese, ist das hier Indonesien? Linksverkehr. Hat Indonesien Linksverkehr? Kann sein. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Okay, aber es ist Indonesien. Gut, das hat sich also bestätigt. Es ist auf jeden Fall Indonesien. Oh, das ist in Englisch zum Teil. Nee, ich glaube, genauer finde ich sie jetzt nicht mehr. Von daher würde ich jetzt einfach mal hier so irgendwie in die Mitte von Indonesien reinsetzen. Okay, ich war da unten. Ja. Hätte ich nicht wirklich herausfinden können, glaube ich. Egal, gehen wir in die nächste Runde. Okay. Immerhin, wir haben hier eine sehr breite Straße, was eigentlich immer ganz gut ist. Ich will mir diese Tankstelle da vorne eigentlich genauer angucken. Irgendeine nationale Transportagentur. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn da draufstehen würde, von welchem Land. Das sieht vielleicht. Ich hätte jetzt gesagt, das sieht vielleicht nach Spanisch aus. Brasilien. Wir sind in Brasilien. Okay. 500 Kilometer bis Brasilia. Boah, ich kann jetzt gar nicht 500 Kilometer einschätzen. Aber wahrscheinlich schon so in so einem Bereich. Irgendwo hier so ungefähr. Okay, wenn ich jetzt die Nummer von hier dieser Straße rausfinde, dann. Moment, da stand genau, da stand doch irgendwas. 205. Was ist das für eine. Was ist da der scheiß LKW im Weg? Das. 050, ist das die Nummer von der Ausfahrt oder so? Oder ist das vielleicht, ist vielleicht eher die 050 die Nummer von der Straße? 030? 020, 010, 070, 060. Hab praktisch alle Nullnummern gefunden, abgesehen von der 050. Ja, großartig. Sao Paulo 404. Okay. Sao Paulo 454. In die andere Richtung liegen wir. Sind wir also zwischen Sao Paulo und da ist die 050. Ich habe die 050 gefunden. Okay. Delta. Moment, ich habe doch eben Delta gesehen auf dem Schild. Auf dem einen Schild stand eben irgendwas von Delta. Die 050 ist Delta 10 Kilometer, genau. Delta 10 Kilometer.
Das heißt, wir können nicht allzu weit von Delta entfernt sein. Und da ist Delta. Gut. Delta 10 Kilometer. Wir sind nicht über eine Brücke gefahren. In welche Richtung ist Norden? Da ist Norden. Moment, sind wir hier? Weil da ist Jubei. Und da habe ich auch gerade, glaube ich, habe ich da nicht gerade irgendwo auf Sacramento gesehen? Da ist auf jeden Fall Jubei. Moment, aber wenn da Jubei ist. Da! Posto Petrobras! Das war doch da, wo wir gestartet sind, oder nicht? Oh mein Gott! Hier, da! Das da, diese Tankstelle! Ist das nicht die? Genau, und da ist dieses Restaurant! Ist das das? Ja, das ist das! Perfekt! Und wir sind. Okay, da ist irgendwo eine Straße. Da. Wir sind ziemlich genau gegenüber von der. Ungefähr da. 21 Meter. Huh! Okay. Eine Runde haben wir noch. Die letzte Runde. Gut, wo befinden wir uns hier? Wir haben Felder. Wir haben eine geteerte Straße. Und wir haben, okay, das ist interessant. Wir haben gelbe Schilder. Also bei uns wäre hier das Vorfahrt-Gewehr-Schild in der Mitte ja weiß, aber die sind hier gelb. Ich weiß unter anderem, Schweden, glaube ich, hat das. Das können durchaus schwedische. Oder irgendwie sowas, skandinavisch allgemein vielleicht. 738, gucke ich doch einfach mal. In Schweden haben wir da eine 738. Hier sind nur 738, aber dann, okay, vielleicht in Norwegen oder so. In irgendeinem von den anderen. Norwegen hat hier 65, das ist derselbe Stil. 738 finde ich doch hier niemals. Okay, Finnland vielleicht. Was hat Finnland für Nummern? Okay, die sind aber rot und gelb. Oder Island? Island könnte es auch sein. Die haben auch weiße Nummern. Oh mein Gott, das könnte wirklich Island sein. Die haben zum Teil dreistellige. Das könnte Island sein. 700, hier sind 700er Nummern. 738. Ist hier irgendwo die 738 in dem Gebiet? 745, 731. Warum ist das so verpixelt? Nein, da. Okay. 9. Da ist aber eine rote 19. Moment. Rote Nummern waren in Finnland. 19. Wo ist die 19? Wo ist die 19? 18, 19. Da. Und da geht's nach da. Okay. Hier ist 19. 7. Was war eben die Nummer? 7 irgendwas. Geradeaus geht's zur 19. 733. Okay, ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ja, das ist definitiv hier irgendwo in der Gegend. 700. 738. 738. Das hier habe ich eben irgendwo gelesen. Aller Herma. Okay, warte mal, ich gehe mal noch eben zurück zu dieser Kreuzung da. Allerherma, 5. 5 Kilometer bis Allerherma.
Und geradeaus geht's zur. Was haben wir da noch für Städte? Seinäjoki. Sechsundsechzig in dieselbe Richtung. Moment, wie heißt die Straße hier? Ora Dingsbums. Okay, und da geht's nach Ora Weinen. No, also Richtung Süden geht's nach Allerherma. 738, das war die doch, oder? 738. Meine Facecam ist gerade übrigens auch ausgegangen, ist aber nicht das Problem. Allerhöchstens im Süden. Ist das die Brücke, über die ich eben... Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Ich war ja auf der 200... Nein. Ich will noch mal zu dem Schild da hinten. Und ich würde gerne diese Zahl lesen. Da steht ja noch hier da die Zahl. Okay, Moment, 238 ist nach links. 19 ist geradeaus. Moment, als ich da lang gefahren bin, bin ich doch über den Fluss drüber gefahren. Das heißt, der Fluss ist im Osten. Da steht ein Name, der natürlich verpixelt ist. Moment, aber hier fängt die 238 an. Das heißt, wir sind doch auf der 19, weil hier fängt die 238 an. Und hier endet die Straße. Das heißt, wir müssen entweder da sein oder auf der ganz anderen Seite von der 238, was gar nicht sein kann. Das heißt, wir sind tatsächlich auf der 19. Die 19? Wir kommen aus der Richtung. Heißt das, wir sind hier bei dieser Straße? Ja, das ist die Straße. Das ist diese Straße hier, okay. Und dann würde ich jetzt einfach mal schätzen, wir sind da. 65 Meter. Sehr gut. Achtzehntausenddreihundertdreiundsiebzig Punkte. Das ist ganz okay, würde ich sagen. Ja, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Ausgabe vom Minigame Tuesday. Vielleicht spielen wir da irgendwann nochmal GeoGuessr. Oder wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.